Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Heute werden wir es vielleicht endlich mal schaffen, die letzten Gärten von uns hier ein bisschen auszurüsten. Das wäre so mein Traum für diese Folge. Dafür brauchen wir 4 Seile. Das ist ganz schön viel, ne? Aber wir bekommen ja schon ziemlich viel Ernte von dem ersten. Bald auch vom zweiten. Ups, ist noch gar nicht fertig. Ja, sei fertig. So, der andere ist auch gleich fertig. Dann können wir erstmal die Baumwolle pflanzen. So. Jetzt müssen wir auch nur warten, bis der Typi wiederkommt. Ich glaube, das war der Magier. Ne, genau, im Zeppelin. Das war der Magier im Zeppelin. Und ich werde noch mal ganz kurz was gucken. Mich stört schon die ganze Zeit eine Sache. War ich nicht mal früher bunter in der Cam? Ich glaube schon. Nee, egal. So. Jetzt haben wir 9 Stück. Damit können wir bestimmt einiges erreichen. So, Faden. Jetzt haben wir 3. Wir brauchen 3 für ein Seil, ne? Wir haben jetzt erst 2. Haben wir wieder eine Baumwolle schon wieder? Nicht dein Ernst, Spiel. Egal, mein Ertrag wird größer. Das ist das Einzige, was zählt. Der Ertrag wird größer. Habe ich nur ein Seil gebaut? Ich konnte nur ein Seil bauen, oder? Ich dreh durch. Das Spiel macht mich fertig. Oh, der Typ mit dem Zeppelin ist da. Bin gleich bei dir, Bro. Ich muss noch einmal kurz gießen, damit alles hier ein bisschen schneller vonstatten läuft. Weil 6 Minuten will ich nicht warten, bis mein nächstes Feld besser wird. So. Dann komm mal. Ja, komm mal hier runter. So. Ich habe Stoff für dich. Ausgezeichnet. Er ist aus feinstem Baumwolle gefertigt. Für weitere solche Stoffstücke bezahle ich gutes Geld. Mir fehlen einige Zutaten für meine Zaubertränke. Destillierter Limettenalkohol sorgt dafür, die magische Essenz und damit die Wirkung zu verstärken. Was? Aber es ist schwer, ihn zu kriegen. Limos sind nicht überall zu finden. Meinst du diese klebrigen grünen Monster? Ja, ganz genau. Hast du irgendwelche gesehen? Ich wurde neulich von ihnen angegriffen. Dann bin ich hier genau richtig. Bring mir Limatsch und ich gebe dir ein Rezept, um Alkohol zu machen. Oh, auch nicht schlecht. 2 von 3. Katze, lass mein Mülleimer in Ruhe. Hey! Nein. Mein Mülleimer. Kauf dir einen eigenen. Ganz ehrlich. Was soll denn das? So, Baumwolle. Ist mir wichtig. Ich brauche alle Baumwolle, die ich kriegen kann. Tschüss. So. Und schon können wir unser Feld verbessern. So einfach geht das, Freunde. So einfach geht das. So. Können wir 2 Seile herstellen. Ich meine, da fehlt uns immer noch ein Seil, aber... Hä? Was? Ich dachte, ich kann 2 herstellen. Weiß ich nicht. Ich hatte doch 6 Fäden hergestellt, oder? Oder? Nee, egal. So. Da ich aber auch keine Lust habe, 2 Minuten zu warten. Zack. Und... Zack. So, muss ich aber noch für Metall. Oh, Metall muss ich auch noch organisieren und alles. Ach Gott. So viel zu tun, Freunde, so wenig Zeit. Dabei hatten wir letzte Folge schon 30 Minuten Intus. So, du bist fertig, was? Oh, ich bin erschöpft. Deine Mutter ist erschöpft, ganz ehrlich. Von der gestrigen Nacht.
Du? Ich? Oh, ich hab vergessen zu essen. Was ich? Das war jetzt uncool. Was zur Hölle war das? Irgendeine Spinne oder so? Ich wette, alle paar Nächte kommt sowas. Regen! Oh mein Gott, heilige Scheiße. Wo ist der scheiß Regen? Regne. Da ist Regen. Ja. Schnell ernten. Der Regen verschwindet. Oh, verdammt, ey. Ich hab den Regen verpennt. Ich fass das nicht. Nur weil er gestern zu müde war. Ich dreh durch. Warum tust du mir das an? Naja, zumindest ernte ich jetzt ordentlich Baumwolle. Der Regen ist bei mir. Ja, regne über meine Felder. Regne auf meinen Brunnen. Naja, gut. Hat das gereicht? Ja. Oh, es regnet schon nicht mehr. Schade. Jawohl. Okay, wir brauchen mehrere Federn. Zero braucht mehr für. Fünf Stück kann ich erstellen. Nice. Geht ja schon recht fix voran hier, ne? Zwei Seile brauche ich, ne? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ja. Ja. So, was wollte der Hans-Dieter nochmal von mir? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gucken mal ganz kurz. Baue fünf Zäune. Ja, gut, dann bleib fern. Hau ab. Ist mir egal. Erweitere das Haus um ein Labor. Zünde eine Fackel im Lagerfeuer an. Meinetwegen hier. Die Macht des Feuers. Und damit kann ich jetzt kämpfen? Ich kann damit nicht mehr kämpfen. Verarschen? Was bringt mir die scheiß Fackel? Gar nichts. Die ist jetzt weg. Geil. Aber ich habe den Auftrag abgeschlossen, oder? Ja. Zumindest das. Das gießen wir mal. Gucken wir mal, wie viel Holz brauche ich noch. War ja klar. Nur weil ich diese eine dämliche Fackel angezündet habe, hatte ich nicht mehr genug Holz. Beim ersten Mal kriege ich drei, beim zweiten Mal kriege ich zwei, ne? Nein, nicht ernten. Oh Gott, fast hätte ich geerntet. Jetzt kann ich ernten. So, fünf. Wir werden jetzt nochmal eine Schar züchten, weil ich meine, dann brauchen wir sowieso nicht mehr so viel Baumwolle. Und dann können wir auch mal unser Essen wieder aufrüsten. Und da kümmern wir uns um das Labor, würde ich sagen. Ah, schön, die Felder sind fertig. Und Metall, Holz, gut. Wie gesagt, den Rest kaufe ich einfach. Da kenne ich nichts, Freunde, da kenne ich nichts. Den Rest kaufe ich. So. Da noch ein Samen für mich. Jetzt haben wir 15 Stück. Ich denke mal, als Reserve ist das schon ganz gut. Ne? Und wenn wir mehr brauchen, dann holen wir uns mehr. Ach, guck mal, wer da ist. Die Nutzlose. Bleib mir fern, ey. Ja, komm, dann lande wenigstens. Ich kann ja mal kurz nachfragen, ob die irgendwas für mich hat. So, hast du irgendwas Spezielles? Hey. Warum kommst du überhaupt vorbei? Was willst du von mir? Such dir ein Hobby, ganz ehrlich. So, 34 Bäume kann ich schon herstellen. Wieso bin ich so dunkel? Das Licht ist doch hell. Hey.
Manchmal ist das sehr, 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 sehr seltsam mit der Kamera. So. Sind die Bäumchen jetzt auch weg? Wie viel Holz habe ich jetzt am Start? 25, also nicht genug. Aber, obwohl, ich kann eigentlich die Bärenfelder kann ich behalten, ne? Dann fäll ich lieber die Bäume da hinten. Oh, hier ist noch ein Pilz. So. Dann ist unser Feld fertig und noch ein Pilz. So, die Felder lassen wir aber erstmal vor sich hin reifen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt beschleunigen, weil ich habe es jetzt nicht mehr eilig mit den Feldern. So. Ein lila Pilz. Ein großer lila Pilz. Ah, das sind die giftigen. Geil. So, wie viel haben wir jetzt? 30, 32, 35, 37. Oh. Wir haben es gleich. Dann müssen wir halt auf die Steine losgehen. In der Hoffnung, dass dieser eine billige Stein endlich abhaut, weil ich den nicht mag. Nein, warum jetzt? Mir fehlt doch nur ein Baum. Ich mag den Typen nicht. Na gut. Kommt jetzt die Spinne wieder? Nein. Oh, ich bin schon wieder am Verhungern. Ich dreh durch. Ich glaube, die Katze ist mal wieder am Karton dran. Er ist so gerade erst aufgewacht, der kleine Bengel, und schon macht er wieder Stress. So, letzter Baum. Dann holen wir uns ein paar Steinchens. Und den Rest an Metall kaufen wir uns, ganz ehrlich. Nö. Nö, nö. Und wir versuchen es ja, weil so viel Metall hat er ja auch nicht, ne? Versuchen wir halt mal, diesen Stein hier loszuwerden. Oder beide Steine. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Erze nur in den kleinen Steinen finde. Meine Scherbe war da jetzt drin, ist jetzt nicht der Welthit. Ich meine, daraus kann ich Glas machen, klar. Irgendwo ist das schon nicht schlecht, aber... Geil, ist das nicht um Meteorit? Da kannst du einschlagen, da. Oh, da ist, ach, da ist noch einer. Gar nicht dran gedacht, dass da schon mal eine runtergefallen ist. So, der war hier irgendwo, ne? Ja. Eine Scherbe, naja. Yay, Samen! Was für einen Samen habe ich bekommen? Keinen? Ich dachte, ich hätte Samen bekommen. Offensichtlich nicht. Naja. So. Da wollte er gerade verschwinden, der kleine Pilz. Warum? Lasst mich um meinen kleinen Planeten in Ruhe. Ja, genau dich brauche ich. Sehr schön. Nee, das war nett, dass du gekommen bist. Finde ich gut. Kann ich die Quest abschließen? Wie soll man denn so viel Eisen zusammenbekommen? Kriege ich ja nicht mal annähernd zusammen. Ich finde, ihr braucht gar kein Eisen mehr. Ich meine, wie viel Eisen habe ich jetzt am Start? Zwei. Metall meine ich. Sorry, Metall. Aber trotzdem. Kriegst ja nichts zusammen. Oh, Mr. Luftschiffman. Ich hab dein Zeug zusammen.
So. Kaufen. Alter, ich hasse das. Kaufen. Baumwolle brauche ich keine mehr. Metall. Hast du 5 Stück? Ich kann kaufen 3. Hm? Okay. Alkohol kann ich jetzt herstellen. Ich sagte 3. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Was verkaufen wir denn? Ich brauche jetzt noch 50. Wir verkaufen 50 Steine. Steine kriege ich ja unendlich. So. War klar. Okay, die großen Steine können wir anscheinend nicht kaputt schlagen. Da, was zum... Das Holz ist neu. Eintreten? Das Holz ist neu. Das war vorher nicht da. Das liegt bestimmt an der hohen Menge an Holz, die ich hatte, ne? Das kann sein. Wieso bin ich schon wieder am Hungern? Mann, ich kämpfe hier nur gegen den Hunger an. Ich brauche viel mehr Felder, aber ich kann keine Felder bauen. So, gib mir Metall, komm. Ich brauche Metall. Davon ganz viele, bitte. Jetzt müssen wir warten, bis er wiederkommt, damit er uns Metall geben kann. Also ich muss die kleinen Steine aufsuchen, ganz ehrlich. Ich glaube, die bringen mehr, die kleinen Steine. So, wird Zeit, ein paar Wassermelonen zu pflanzen. 15 Minuten, aber ich denke, die sättigen auch ein bisschen mehr. Dann müssen wir uns auch nicht mehr so oft darum kümmern. So, da eine Karotte. So, kleine Steinchen suchen wir. Ich finde einfach kein Metall. Gibt es hier irgendeinen Stein, der vielleicht mehr Metall gibt? Gibst du mir jetzt einfach nur mal so, testeshalber, gibst du mir mehr von diesen... Ich weiß nicht, was das war, Kupfer? Nö. Den Stein kapiere ich einfach nicht. Hat Metall ein bestimmtes Aussehen? Da ist Metall drin. Ich glaube, das ist einfach nur Zufallsdrops, ne? Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Komm, wir gießen erstmal ein bisschen unsere Sachen hier. Wir müssen ja auch ein bisschen was verkaufen. Deswegen müssen wir sorgen, dass wir unsere Felder immer schön gedüngt kriegen. Ich werde mit Melonen kann ich richtig Geld verdienen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Typen hasse? So oft kann man doch nicht erschöpft sein. Oh, jetzt reicht die Erfahrung aus für ein Level Up. Danke, Spiel. Das hättest du mir noch gönnen können. Okay, Kraft. Und eigentlich würde ich gerne mal wieder was bauen. Wir haben ja hier noch einen Kamin, ne? Metall, na egal. Packen wir den hier hin. Fackel. Wieder so klar.
Jetzt haben wir keinen neuen Auftrag von dem Typen geholt, ne? Na, der kommt ja eh wieder. Verzieh dich! Oh, da ist noch einer. Kommt die über den Zaun? Schafft sie es über den Zaun? Hallo Mädel! Sie schafft es nicht über den Zaun. Finde ich gut. Dann haben wir hier noch den Altar. Da ist doch irgendwas drauf. Metall. Warum wollt ihr alle Metall, ey? Ja, ich könnte jetzt hier eigentlich auch stundenlang Stein sammeln, ne? Eine Scherbe. Noch mehr komisches Zeug. Aber ich kriege einfach kein Metall zusammen. Das ist doch nicht mehr normal. Und vor allem, wie viel brauche ich? 30? Ich hatte 10. Ja. Oh, Meteor. Hier kannst du irgendwo landen. Erstmal eine Runde schlafen. Ich bin jetzt gerade am Farmen. Ich stelle mich da einfach hin und farme. Also nicht wundern, wenn da irgendwie ein Schnitt kommt. Du, Prinz des Nichts. Okay. Und wir kriegen Besuch. Komm, bevor ich jetzt wieder schneide, kannst du auf jeden Fall landen. Guck ich mal, was du so möchtest. Was wollte er nochmal? Bau 5 Zäune. Eigentlich kann ich schnell die... Ja, komm, bauen wir die Zäune zu Ende, ne? Wir müssen ja auch irgendwie vorankommen. Schon wieder Hunger. Aber zum Glück ist ja der Koch da. Hast du auch deine 5 Zäune, bitteschön. Gut gemacht. Diese Zäune werden jedem feindlichen Angriff standhalten. Wenn du einen geschlossenen Bereich einzäunen willst, brauchst du ein Tor, um hineinzukommen. Oh, wie nützlich. Tor. Okay. Verkaufen. Ich habe ein paar Steine zu verkaufen hier. Komm, nimm so viel du tragen kannst. So. Und dann kaufen wir uns nämlich etwas zu essen. Steinpilze, nö. Holen wir uns Käse, ja. Und dann ziehen wir uns Käse rein. So, läuft doch. Gut, ich soll ein Zauntor bauen. Ein Metall, ich hasse dich. Und wie hässlich das ist. Was ist denn das für ein Zauntor? Oh. So, kurz mal Regen rüberbringen. Okay, 4 Minuten. Die Karotten sind fertig. Dann werden wir direkt neue Karotten pflanzen. Wir brauchen Rohstoffe von allem. Okay, aber es regnet noch ein bisschen. So, jetzt kann ich nämlich die Bäume da hinten bewässern. Cool, ne? Und gleichzeitig mein Feld. Oh.
Hat das irgendwas gebracht? Irgendwie nicht, ne? Egal. Wir sind bei 8 Metall. Ist das kacke? Ich weiß nicht, Metall könnte auch ein bisschen effizienter sein, ganz ehrlich. So, mittlerweile haben wir 10 Metall. Oh Mann. Ich hab schon wieder Hunger. Und die Melonen sind, glaube ich, fertig, ne? Ja. So, schmeißen wir die Melone gleich wieder rein. So. Karotten brauche ich noch ein bisschen und die brauchen noch ein bisschen. Na gut, verschwende ich mal wieder einen Tag mit Farmen. Oh, Meteor. Da, viel freie Fläche. 1, 2, 3. Vielleicht kommt da auch Metall raus. Nö. Nö. Nein. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe, aber es scheint nichts gewesen zu sein, was ich brauche. Oh, der Zeppelin-Mann. Komm her, dich kann ich gebrauchen. Wir haben jetzt, glaube ich, 13 Metall. Irgendwie so um den Dreh. Dann verkaufen wir noch ein paar Steinchens. Oh, das ist Silbererz. Oh, ich bin fertig. Stimmt. Jawohl, mein kleiner Zaubertranklehrling, möchtest du ihn ausprobieren? Das ist die einzige Zutat, die ich noch brauche. Kürbissaft. Den könnte ich durch einen Kürbisernte kriegen, oder? Nicht so schnell, der Saft muss von einem Riesenkürbis stammen. Und nur Zauberer wissen, wie man so einen Kürbis bekommt. Wie, Herr Locke? Erklär es mir. Sehe nachts Kürbiskerne aus und lasse den Mond auf sie scheinen. Und dann? Du wirst schon sehen. Das klingt sehr interessant. Hier sind die Samen. Schnell, pflanze sie noch heute Nacht und bringe mir den Riesenkürbis. Soll ich denn das schaffen? Du kriegst auf jeden Fall noch ein paar Steine. Ich habe nämlich fast genug Metall, ey. Oh. Also ich werde zuerst den Altar verbessern, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Haben wir es Nacht? Ich weiß es nicht. Ist es Nacht? Ist es Tag? Wie sieht's tags aus? Sind wir davon fertig? Okay, du bist gleich fertig. Den Mond. Aber ich sehe den Mond nicht. Willst du den Mond drauf scheinen lassen, wenn du ihn nicht siehst? Hey. So, okay, gucken wir mal, ne? So, Kürbis. 11 Minuten. Ich weiß nicht, ist es Nacht oder ist es Tag? Oh, Öl. Das kann man halt wirklich nicht sagen. Ist der Mond hier hinten? Ist das der Mond? Nö. Keine Ahnung. Vielleicht hat er mich auch noch verarscht. Und schon erschöpft. Jetzt wird's Tag, oder? Ich gehe schlafen. Ich weiß nicht. Ich sehe ja keinen Mond. Ist das jetzt Tag oder ist das... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich wüsste, wo der scheiß Mond ist, würde ich es machen. Wir müssen erstmal den Tag-Nacht-Zyklus, glaube ich, beobachten.
Netto 19 Metall, Leute. 20 Metall. Oh. Ist aber leider erst nur die erste Sache, die wir verbessern können. Ich weiß nicht. Für den anderen brauchen wir halt noch mehr Metall. Und ich würde halt gerne wissen, was passiert, wenn wir den Altar upgraden. Deswegen werde ich den jetzt upgraden. Oder es kommt zuerst ein Gegner. Von hinten! Kritischer, komm schon! Ah, schade, gibt's nicht. Komm, verzieh dich, Junge! Oha! Oh, da ist noch einer. Noch so eine fette Biene. Gib mir einen Köder, wie dein anderer Freund. Nice. Wird's jetzt dunkel? Wenn ich das wüsste. Verbessern! Ja! Was auch immer du bringst. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt bringt das wahrscheinlich gar nichts. Oder irgendwie nichts gebracht. Was bringt das? Was brauche ich jetzt zum Verbessern? 50 Metall. Kann ich bei dir Metall kaufen? Ich bin verzweifelt. Kürbis. Ja, brauche ich nicht. Jetzt ist es doch Nacht. Aber wie soll denn der Mond darauf scheinen? Keine Ahnung, ich fühle mich verarscht. Dann bringen wir das hier zu Ende und dann ist gut. Okay, das sind eindeutig Ressourcen, die ich habe. Eindeutig Ressourcen. Na gut. 30 Metall sammeln. Wuhu! Es muss doch irgendwie einen einfacheren Weg geben, an Metall ranzukommen, oder? Kann man den irgendwie selber herstellen? Bestimmt kann man den irgendwie zaubern. Im Labor. Aluhul. Ah, okay. Stoff, Holz und Alkohol. Na gut, dafür brauche ich noch ein bisschen was. Ich check's nicht. Da ist der Mond. Wie soll ich den Scheiß? Hä? Wie soll ich denn den verkackten Mond da drauf scheinen lassen? Stroh. Okay, wenn ich jetzt noch Stroh bekomme, kann ich den nochmal verbessern. Okay. Keine Ahnung. Ja, der Mond geht unter. Er geht langsam unter. Ich fühle mich gemobbt von diesem Spiel. Jetzt wird's wieder Tag. Geil. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuche ich den restlichen Metall zusammenzusammeln, ne? Haut rein. Ciao.